ich denke mal, jeder, der krank ist, muss damit irgendwie lernen, umzugehen. Ich habe vor 2,5 Jahren die Diagnose gekriegt. Ja, da wird einem der Boden unter den Füßen weggerissen. Du hoffst bis zum Schluss, dass das ein Irrtum ist, dass es die Befunde vertauscht haben, wie auch immer. Muss ist so ein hartes Wort, aber man muss damit leben lernen. Und das trotzdem leben. Und da ist jetzt aber ganz viel für mich in den Vordergrund getreten, nicht das trotzdem und warum ich oder so, sondern ganz viel in den Vordergrund getreten leben. Leben und nicht auf das Ende warten. Das ist nicht nur Manuela Feldingers Motto, sondern auch ein Grundgedanke der Hospiz. Nicht nur Manuela Feldinger hat im Tageshospiz in Kleingmain neue Kraft geschöpft. Brigitte Breitfuß fühlt sich wieder vital, sogar so sehr, dass sie mit dem Fahrrad alle 2 Wochen ins Tageshospiz fahren kann. Dort wird sie schon erwartet von ihrer Hospizbegleiterin Erika Schafleitner. Hospiz als Endstation? Frau Breitfuß hatte dieses Bild im Kopf. Heute sieht sie die Dinge anders. Ich habe das mobile Palliativ zu Hause gehabt und dann haben die mir empfohlen, ob ich das nicht möchte ins Hospiz. Mein Gott, habe ich mir gedacht, jetzt sagen die Hospiz. Habe ich mir auch gedacht, ja, jetzt das ist eh dann schon, was weiß ich, wie dem Ende nahend. Ja. Und dann, wie ich da herkomme, ja, das ist ja, war ja wie aus alle Wolken, war ich, wie das ist. Und ich kann es heute gar nicht mehr missen. So. Also es ist nicht das, also es ist nicht nein. Die Endstation, oder? Nein, ja, überhaupt nicht. Im Gegenteil, ist ja aufbauend. Also für mich war es irgendwie besser. Wenn man plötzlich mit dem eigenen Tod konfrontiert ist, hilft es sich ihm gegenüber zu öffnen, über ihn zu sprechen. Hospizbegleiter helfen dabei, Ängste abzubauen und wieder zurück ins Leben zu finden. Wenn man das allein tut, dann ist das schon schwierig. Und da ist mir die Angst genommen worden. Das ist natürlich schon angesprochen worden ganz am Anfang, wie das so sein wird. Und von dem Tag an, wie mir das die Frau Dr. Singh erklärt hat, weil die hat ja eine Wahnsinnserfahrung mit, glaube 14 oder 16 Jahren macht sie das schon. Der kann man vertrauen, dass das gar nicht so schlimm ist und nicht lang dauern wird. Die Endphase da nicht, da ist mir total die Angst genommen worden. Und seit daher lebe ich einfach viel, viel voller. Interessanterweise wird im Tageshospiz nach einiger Zeit kaum mehr über Tod und Krankheit gesprochen. Die Gäste wollen hier ihre verbleibende Zeit auskosten. Palliativmedizinische Maßnahmen helfen dabei, denn sie verschaffen Linderung. Das Schwestern- und Ärzteteam unter der Leitung von Dr. Irmgard Singh tragen Sorge dafür, dass die Gäste ihre Zeit schmerzfrei genießen können. Meine Erfahrung ist ein ganz klares Ja, dass die Menschen nur gute Zeiten verbringen können, nur würdige Zeiten verbringen können. Und ich sage, es geht um das Leben vollenden. Also das ist jetzt nicht so, dass der Tod die Menschen, bei uns ist das ja in einem gewissen Sinn erwartet. Die haben ja eine Krankheit, wir können uns darauf vorbereiten, die Menschen können sich darauf vorbereiten. Und in dieser Vorbereitungszeit liegt eine Gnade. Man kann sie verabschieden, man kann Dinge regeln, man kann ja, einfach Dinge nur mal genießen, ganz bewusst und sie freien am Leben. Und das machen wirklich viele, viele Menschen. Das Schöne, was da passiert ist, Hospiz schreckt natürlich viel ab, aber die machen da nicht Sterbebegleitung, sondern eigentlich Lebensbegleitung. Also wirklich, ich kann es nicht anders ausdrücken. Ja. Abgesehen von 7 Euro für das Mittagessen hier im Tageshospiz sind alle Leistungen der Hospizbewegung im ganzen Bundesland kostenlos.
Freiwilligkeit macht es möglich. In ganz Salzburg gibt es 180 ehrenamtliche Hospizbegleiter. Hier im Tageshospiz Kleingmain sind täglich 10 Gäste da, die von 4 Begleitern betreut werden. Dieses Zentrum in der Landeshauptstadt ist einzigartig. In den Gauen werden die Menschen meist von den Hospizbegleitern zu Hause besucht. Sobald man mit dem Tod konfrontiert wird, kann man mit der Hospizbewegung unverbindlich in Kontakt treten, so Geschäftsführer Christoph Eisel. Wir empfehlen, dass sie die Menschen schon dann an uns wenden, wenn sie eine Diagnose bekommen, die möglicherweise in absehbarer Zeit zum Tod führt. Möglicherweise heißt es, bei manchen Diagnoseeröffnungen ist noch nicht klar, wie wird das ausgehen. Und es ist oft hilfreich, wenn sie Menschen in dieser Situation einfach eine zusätzliche Meinung holen und rechtzeitig einfach die Hilfsangebote holen. Das ist eines der Grundprinzipien in der Hospizbewegung, dass wir alles tun, um es für die Betroffenen kostenfrei zu halten, weil wir wissen, dass in dieser Situation der schweren Erkrankung ohnehin sehr viele Kosten entstehen, jetzt in der Krankenbehandlung, in Alternativbehandlungen, und die Menschen in dieser Situation finanziell in einer sehr bedrohlichen Situation sind. Hospizbegleiter leisten landesweit wertvolle Arbeit. Sie nehmen Ängste, spenden Zuversicht und bewahren viele vor einem Tod in Einsamkeit. Erika Schafleitner hat schon viele Menschen begleitet und sich schon viele Male verabschiedet. Es ist natürlich nicht so, dass der Tod ganz schrecklich ist, wenn man merkt, wie es eben doch dem Ende entgegengeht, nicht? Und letztlich, muss man sagen, haben die Patienten dann ihr Ziel erreicht. Jeder Mensch weiß, dass er sterblich ist, und jeder möchte so lang wie möglich leben. Aber allmählich, wenn die Kräfte nachlassen und die Möglichkeiten nicht mehr gegeben sind oder die Lebenssituation halt schon zu grausam, dann ist es auch eine gewisse Erlösung, und es ist dann nicht mehr so traurig. Also es nimmt diesen, der Grausamkeit des Todes dann ganz viel, und man weiß, man hat ein bisschen Anteil genommen, und das ist ganz schön. Auch im Hospizzentrum ist der Tod immer wieder Gast. Hier im Dachgeschoss im Raum der Stille wird den Vorausgegangenen in gemeinsamer Runde gedacht. Erst ist schon am Speisetisch eine Kerze. Der Platz, an dem der oder die öfter gesessen ist oder immer gesessen ist, steht eine Kerze. Und der Stuhl wird dann nicht benutzt, gell? Und Verabschiedungen, also Impulse zur Verabschiedung, finden hier in dem Raum statt. Und es ist ihnen dann nicht so traurig. Natürlich ist ihnen leid, dass die gegangen sind, aber es ist ihnen nicht so traurig, weil sie merken, also so ganz vergessen ist der Patient hier nicht. Gell? Man gedenkt seiner und man bewahrt ihm sozusagen wenigstens eine Zeit lang ein Platzerl.